Gentlemen und Masters of the Universe! Ich bin Adam, Prinz von Eternia und Verteidiger der Geheimnisse von Schloss Grayskull. Dies ist Cringer, mein furchtloser Freund. Wunderbare Geheimkräfte erschlossen sich mir, als ich eines Tages mein Zauberschwert ausstreckte und sagte: Bei der Macht von Grayskull! Ich habe die Kraft! Cringer wurde zur mächtigen Battle Cat und ich wurde He-Man, der mächtigste Mann des Universums. Nur drei andere kennen das Geheimnis. Die Freunde Sorceress, Man-Arms und Orko. Gemeinsam verteidigen wir die Geheimnisse von Schloss Grayskull vor den bösen Mächten von Skeletor. Mein Geburtstag. Hallo, Tila. Toller Tag heute, oder? Ja, es ist ein netter Tag, obwohl nichts Besonderes. Ich muss jetzt gehen. Hätte nie gedacht, dass sie meinen Geburtstag vergessen würde. Sie muss wohl an was Wichtigeres denken. Ich sehe dich dann später, meine Liebe. Guten Morgen. Ist das nicht ein schöner Tag, Majestät? Ja, sieht ganz gut aus. Ich meine für einen Geburtstag. Irgendwer muss doch daran denken, was für ein Tag heute ist. Ich weiß, unser Koch Alan. Vielleicht backt er jetzt gerade meinen Geburtstagskuchen. Nicht jetzt. Ich bin leider sehr beschäftigt, Orko. Aber Herr Alan, heute ist doch... Tut mir leid, Orko. Ich habe wirklich keine Zeit zum Reden. Ich bin sehr beschäftigt. Es wäre ja schön, wenn irgendjemand dran denken würde. Aber nein, jeder hat zu tun. Keine Zeit für Orko. Herzlichen Glückwunsch, Orko. Na, das ist wirklich ein toller Kuchen. Unser Alan hat sich wieder übertroffen. Er denkt, wir hätten alle seinen Geburtstag vergessen. Ich glaube, wir haben ihn wirklich reingelegt. Ja, Überraschungsparty und alles. Es wird richtig aufregend für ihn. Oh, ich hoffte, euch hier zu finden. Vater, was ist los? Es gibt Probleme in der Provinz Basilia. Da geschehen seltsame Dinge. Das Gebiet wird gespalten, das Besitztum zerstört. Es würde mich nicht wundern, wenn Skeletor dahinter steckt. Ich werde die Truppen sammeln und hinfahren. Ich werde Remen rufen. Er könnte uns helfen. Danke. Sag ihm, wir treffen ihn in Basilia. Cringer, vor uns liegt Arbeit. Komm schon, Cringer. Wir müssen nach Basilia. Ich würde lieber beim Kuchen bleiben. Bei der Macht von Grayskull! Na gut. Aber ich hätte trotzdem gern ein Stück von dem Kuchen. Das sind vielleicht Freunde. Sie wollen mich nicht einmal sehen heute. Und das an meinem Geburtstag. Aber wen kümmert das schon? Halt! Die Sorceress! Sie freut sich immer, mich zu sehen. Ich gehe sie besuchen. Was passiert da? Was ist der Grund? Komm, wir müssen hier weg! Such Deckung und
wartet hier. Das war etwas zu knapp, um sich wohlfühlen zu können. Ich bin froh, dass He-Man da ist. Team, ein Wirbelwind! Wir werden ihn entwirbeln! Seht da drüben! Was glaubt ihr, passiert da? Ich bin nicht sicher, aber ich werde es rausfinden, was immer es ist. Ich bleib hier und helfe beim Aufräumen. Gut! Wache, bleibt und helft ihnen. Ich treffe euch in Man-at-Arms Arbeitsraum. Gut, und danke für deine Hilfe. Danke für deine. Es ist weg! Verschwunden! Entschuldigung. Gott sei Dank bist du hier, He-Man. Ich muss dir was erzählen. Oh, Orko langsam. Was ist denn hier los? Es ist weg! Verschwunden! Du hattest recht, Duncan. Etwas sehr Merkwürdiges war in Basilia los. Ich bin nicht sicher, ob es schon vorbei ist. Seht ihr? Moment mal, Orko, beruhige dich erst mal. Der Wind hörte so schnell auf, wie er angefangen hatte. Und dieser unglaubliche Wirbelwind kam aus dem Nichts und zog alle losen Dinge wie ein Magnet an. Versteht ihr denn nicht? Es ist weg! Bitte, Orko, nicht gerade jetzt. Das hier ist wichtig. Irgendein Zeichen von Skeletor? Nein, rein gar nichts. Das ist eines der Geheimnisse. Das Merkwürdigste jedoch ist mein Schwert. Es ist weg. Verschwunden. Warum hört mir denn niemand zu? Na gut, Orko. Was willst du uns denn sagen? Schloss Grayskull, es ist weg. Weg? Ein Schloss kann doch nicht einfach verschwinden. Das hier schon. Wenn das stimmt, was Orko sagt, könnte das die Erklärung sein. Also los. Wir sehen besser mal nach. So etwas habe ich ja noch nie gesehen. Das habe ich doch gesagt. Es ist wirklich weg. Zumindest ist es nicht in unserer Dimension. Auf eine seltsame Art bekommt plötzlich alles seinen Sinn. Wieso denn, Duncan? Es gibt eine Verbindung zwischen dem Verschwinden von Schloss Grayskull und einem Schwert. Die Probleme in Basilia waren vielleicht nur ein Nebeneffekt. Das ist unglaublich. Das ist seltsam. Wir sehen hier ein riesiges weißes Loch. Ein was? Ein weißes Loch. Es ist wie ein schwarzes Loch, nur nicht so dicht. Und ihr glaubt, Skelette hat das alles eingefädelt? Bestimmt. Ich fürchte, er benutzte den Rat des Bösen, nachdem er einen Neutronenstern sah. Und es gelang ihm, den Stern über Schloss Grayskull zu lenken, um den Sog der Nova zu benutzen? Und das Schloss mit der Sorceress in eine andere Dimension zu ziehen. Ja, genau. Aber wo sind sie? Los, Battlecat. Vielleicht liegt die Lösung auf der anderen Seite. Vielleicht kann die Sorceress uns doch noch helfen. Wartet, ich komme mit. Unterschätzt die Stärke des Weißen Loches nicht. Was immer Skeletor mit der Sorceress und Schloss Grayskull vorhat, wird sehr bald geschehen. Da bin ich sicher. Aber wie komme ich dahin, um sie zurückzuholen? Ich habe das Gefühl, das ist eine Art Signal. Es kommt von der Sorceress. Das ist es, Battlecat.
Wir folgen ihren Signalen in den Wirbel. He-Man? Battlecat? Bleib da, Teela! Wir gehen in das Weiße Loch! He-Man und Battlecat müssen eine Reaktion ausgelöst haben, als sie in das Loch gingen. Ob es ihnen gut geht? Hoffentlich. Orko, ich hoffe es wirklich. Wo bin ich? Und wie komme ich hier raus? He-Man! Teela ist gleich hinter uns. Aber sie kann dem Zeichen der Sorceress nicht folgen. He-Man! Also los, sie ist da drüben! Wenn ich hier nur ein Gefühl für die Richtung hätte, wo immer ich auch sein mag. He-Man! Man glaubt es nicht. Naja, vielleicht doch. Vielen Dank. Danke. Warte lieber mit dem Dank, bis wir die Sorceress und Schloss Grayskull gefunden haben. Aber wo bist du, Sorceress? Ich hab sie. Kommt, hier lang ist ihr Signal stärker. Wir müssen um diese Dinger herum, um zu der Schneise zu kommen. Hilfe! He-Man! Hilfe! Mein Betäubungsstrahler arbeitet nicht. Das wundert mich nicht. Ich glaube, keiner unserer Pläne wird hier klappen. Ruhig, Battlecat, ruhig. Bleib bitte bei uns, wir sind fast da. Und wo gehen wir jetzt hin? Da lang. Wir müssen rüber zu dem Trichter. Geh du voraus. Das ist ja seltsam. Alles ist das Gegenteil von Eternia. Die Bäume wachsen in den Boden, der Wasserfall läuft den Berg hinauf. Bitte, Sorceress, führ uns zu dir. Wir sind hier, He-Man. Skeletor hat uns in diese Dimension gebracht, um die Geheimnisse von Schloss Grayskull zu lernen. Meine Macht wirkt hier umgekehrt. Wir sind in der Falle, wenn du uns nicht helfen kannst. Jetzt! Los! Da lang! Schloss Grayskull. Genau wie die Sorceress sagte. Schnell, He-Man! Die Zeit wird knapp. Skeletor wird sich ganz schön wundern. Das hoffe ich sehr. Skeletor.
Predator hält die Sorceress bestimmt in ihren Räumen fest. Skeletor! He-Man! Du bist ein Idiot, wenn du denkst, du kannst mich hier stoppen! Jetzt spielen wir in meiner Dimension und ich bestimme die Regeln! Sorceress, geht es dir gut? Ja, bis auf diesen ungebetenen Gast. Auf diesen Moment habe ich gewartet, weil du nur machtlos gegen mich bist, He-Man. Mal sehen, ob du meinen Betäuber aushältst. Sieh mal her, Skeletor! Sieh das Schwert an! Sogar in dieser bösen Dimension bekommt es Macht von dem Guten in Schloss Grayskull! Du bist ein Verlierer, Skeletor! Du wirst sehen, wer hier verliert! Das sollte für eine Weile reichen! Himmel! Ich kann meine Kräfte umgekehrt verwenden, um Skeletor festzuhalten. Bring Skeletor vor diesen Spiegel. Noch kenne ich die Geheimnisse des Schlosses nicht. Aber sobald das weiße Loch weg ist, könnt ihr das Schloss und all deine Freunde hier niemals mehr zurück nach Eternia. Übernimm jetzt, Sorceress. Aber zuerst... Das kannst du nicht! Ihr seid alle Idioten, wenn ihr denkt, ihr könnt mich hier aufhalten! Wie lange denkt ihr, könnt ihr mich hier halten? Schnell, He-Man! Ich verliere meine Kraft! Ich mache so schnell ich kann. Halt nur noch ein klein wenig aus. Hier ist wohl der entscheidende Punkt. Gib mir die Kraft von Grayskulls Geheimnis! Ich höre dich und versuche es. He-Man, mögest du alle Macht, alle Kraft haben, die in Grayskulls Geheimnis liegt. In Wissen und Wahrheit. Er wird sicher für eine lange, lange Zeit nichts Böses mehr anstellen können. Und damit sage ich, auf Wiedersehen! Ich danke dir, He-Man. Danke euch allen.
Na, das ist wirklich ein besonderer Tag. Findet ihr nicht auch? Klar, für mich war es sowieso ein besonderer Tag. Wenn ihr wisst, was ich meine. Besondere Tage fand ich schon immer besonders. Wenn man bedenkt, dass besondere Tage nur einmal im Jahr kommen. Na gut, bis später. Er wird wirklich überrascht sein. Alle haben sie meinen Geburtstag vergessen. Ich hab trotzdem Spaß. Allein feiern ist gar nicht so übel. Orko, wo bist du? Der König will dich sofort sehen. Jetzt? Ich kann aber nicht. Natürlich jetzt. König Rendor ruft nach dir. Nein! Geh schon, Orko. Geh schon rein. Herr Orko! Sieh mal, was wir noch für dich haben, Orko. Das alles habe ich nur für dich gebacken, mein Freund Orko. Oh. Oh nein, ich hätte wissen müssen, dass meine Freunde meinen Geburtstag nicht vergessen. Oh, diesmal habe ich wirklich übertrieben. Ich habe so viel gegessen, dass in meinem Bauch kein Platz mehr für das Abendessen war. Ich werde wohl erst in ein paar Tagen wieder Hunger haben. Es ist wirklich sinnlos, so viele Süßigkeiten zwischendurch zu essen. Denn dann hat man überhaupt keinen Platz mehr für die drei Hauptmahlzeiten, die man am Tag essen soll. Also seid vorsichtig mit Süßigkeiten. Ich wünschte, ich hätte aufgepasst.